herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Diese Monatshoroskopen biete ich als Blitzberatungen an für nur 10 Euro. Liebe Modiela, ich grüße dich. Das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du jetzt siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Da ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist. Und jetzt betrachten wir die Bewegung von Sonne, Mond und Planeten, weil sie aktivieren etwas im Horoskop. Ich starte jetzt mit Tierkreiszeichen Widder und das hast du hier im 11. Lebensbereich, wo um die Wünsche, Hoffnungen und Freundschaften geht. Hier hast du Uranus und das sorgt für Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Und Sonne befindet sich auch. Zurzeit ist das für dich ein wichtiges Thema. Sonne beleuchtet das. Und hier verspürst du auch die Lebenskraft, deine Wünsche zu leben, Freundschaften zu pflegen. Mars befindet sich im Stier. Und das im 12. Lebensbereich. Das kann bedeuten, dass du Geheimnisse hast bezüglich mit einem Mann oder bedeutet, dass du müde, erschöpft bist und brauchst du den Rückzug, die Ruhe, die Kraft zum Bleiben. Rahu ist die Drachenkopf, das, was die Seele gerade braucht als karmischen Erfahrungen, das hast du zurzeit in Zwillingen. Rahu bewegt sich in Zwillingen und das bedeutet, die Persönlichkeit, deine Persönlichkeit in Ausdruck zu bringen. Diese karmischen Knoten bleibt ganzes Jahr in Zwillinge und auch Jahr 2020. Und Ketu, diese karmischen Knoten, was die Vergangenheit symbolisiert und kommen die karmischen Erinnerungen, das bleibt ganzes Jahr und nächstes Jahr hier im Schütze aktiviert bei dir, liebe Partnerschaft. Jupiter ist rückläufig, Jupiter vergrößert etwas, gibt Chancen, Möglichkeiten, das ist etwas gebremst, bedeutet auch Vergangenheit oder dass du langsam tun sollst, noch nichts vergrößern, sondern etwas noch überprüfen. Jupiter befindet sich in Skorpion und aktiviert hier bei dir den Lebensbereich Arbeit. Also wenn du jetzt Chancen hast beruflich zum Verändern, dann nicht zu schnell, nicht zu stürmisch handeln, sondern etwas noch überprüfen. Vielleicht kommt was Besseres oder dass gerade die Möglichkeiten etwas begrenzt sind. Saturn bringt etwas in Form, belehrt uns auch. Saturn ist auch rückläufig und das hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Saturn befindet sich im Schütze, aktiviert bei dir Themen, Liebe, Partnerschaft und es kommt jetzt zum Form. Saturn hütet den Karma, lenkt die Schicksal, hier erlebst du schicksalhafte Veränderungen. Pluto ist auch hier im Schütze und das zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Neptun zeigt deine Träume, deine Visionen und auch die Kreativität, wie kannst du das verwirklichen. Und das lernst du gerade hier im Wassermann.
Bei Neptun-Energie ist auch möglich, dass du eine traumhaft schöne Reise machst. Aber wenn das nicht klappt, dann kann natürlich auch Neptun bei Neptun-Energie dann auslösen, dass du dann unzufrieden bist oder fühlst du dich enttäuscht. Venus und Merkur ist in Fischen, auch Mond, die Mondenergie ist auch hier. Und hier handelt es sich um dein Ansehen, dass du Anerkennung bekommst und Ziele. Wie erreichst du deine Ziele? Was sind überhaupt deine Ziele oder Orientierung beruflich? Mindestens mal überlegen, was ist deine wahre Berufung? Hier kommt Gesprächen mit Venus-Energie, kann das um die Kreativität handeln. Oder Gesprächen mit einer Frau. 2. Mai steht Mond und Venus in Verbindung. Sie wirken zusammen, aktiviert Thema Liebe und aktiviert die Gefühle. Hier im 10. Lebensbereich, entweder das sind deine Wünsche, oder bekommst du Kompliment oder ist diese Liebe im Bereich Arbeit? Das kann auch sein Arbeit bedeuten. 3. Mai steht Merkur und Mond in einer sogenannten Konjunktion. Sie wirken zusammen. Mond und Merkur stehen in Verbindung. Das handelt sich um Gespräche über Gefühle. Oder dass diese Gespräche sehr gefühlsvoll sind. 4. Mai ist Neumond im Widder. Das heißt Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Wünsche, nachdenklich zu sein in deinem Freundeskreis. Wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen? Dieser Neumond ist exakt um 23.46 Uhr. 5. Mai übergeht Mond im Widder und aktiviert hier die Thema deiner Wünsche und Freundschaften. 6. Mai befindet sich Mond dann im Stier und das heißt, wenn du dich unsicher fühlst an etwas, dann halte dich zurück und bewahre die Ruhe, die inneren Gleichgewicht. 7. Mai übergeht Mars in Zwillinge. Das wirkt auf deine Persönlichkeit. Und diese Mars-Energie zeigt hier, du kannst dich dann durchsetzen oder machst du Sport, Bewegung oder eine männliche Person wirkt auf deine Persönlichkeit, vielleicht sogar wirkt auf dein Aussehen. 8. Mai übergeht Mond in Zwillinge und bildet sich eine sogenannte Konjunktion mit Mars. Sie wirken zusammen und das heißt, du hast ein Impuls, deinen Gefühlen zum Zeigen. Oder eine männliche Person hat einen sehr starken Einfluss auf deinen Gefühlen. Im selben Tag steht Merkur und Uranus in Verbindung, hier im Widder. Und das kann bedeuten, kommt eine plötzliche Nachricht, etwas Unerwartetes. Oder dass du unterschreibst hier einen Vertrag. Der Bereich ist eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen. 10. Mai ist Mond im Krebs, aktiviert bei dir Themen, Werte, Wertschätzung und Finanzen. In deinem Geburtshoroskop befindet sich hier unser Planet Erde und zeigt, hier manifestiert sich etwas und du wirst in dein Leben um die Finanzen kümmern. In diesem Tag aktiviert Mond diesen Bereich. 11. Mai ist Venus im Widder. Und das kann bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer Freundin oder dein Wunsch ist die Liebe-Partnerschaft.
12. Mai ist Halbmond im Krebs. Das löst Spannung aus. Es fehlt die Erde-Element, es fehlt die Struktur, die Sicherheit und Stabilität. Und das passiert hier im zweiten Lebensbereich. Und das trifft auch deine Finanzen. Und dieser exakte Halbmond ist um 2 Uhr und 12 Minuten. Achte auf deine Finanzen. 13. Mai ist Mond im Löwe. Das ist eine zunehmende Mondphase und zeigt, hier nehmen die Gespräche, Kontakte, Informationen zu. Kannst dich auch gut behaupten. 15. Mai ist Mond in Tierkreiszeichen Jungfrau, aktiviert bei dir Themen wie deine Wohnsituation. Das kann eine kleinere Veränderung sein. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Befindet sich im 12. Lebensbereich und das heißt, du erkennst die tieferen Geheimnisse oder du schaust, was passiert hinter den geschlossenen Türen. Du öffnest deine Augen auf die Geheimnisse oder befindest du in einer Veränderung, in einer Wandlung, wo du deine Lebenskraft brauchst und das bekommst du durch Rückzug oder Meditation. 17. Mai ist Mond im Waage, aktiviert Themen, deine Kindheit, deine Lebensfreude, deine Kreativität. 18. Mai ist Vollmond, hier im Waage wird diese Thematik nochmal beleuchten. Dieser Vollmond ist exakt um 22 Uhr 11 Minuten. 18. Mai, im selben Tag, steht Venus und Uranus in einer Verbindung. Sie wirken gemeinsam. Unerwartete Ereignisse in die Liebe, Partnerschaft oder eine außergewöhnliche Verbindung zu einer Frau. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Und hier handelt es sich um Geheimnisse. Das kann bedeuten, dass jemand erzählt seine oder ihre Geheimnisse. Oder wenn du deine Geheimnisse hast, dann schweige. Im selben Tag ist Mond in Tierkreiszeichen Skorpion und beginnt die abnehmende Mondphase. Aktiviert hier die Bereich Arbeit. Und sollst du darauf achten, wovon sollst du verabschieden, was kostet dir Kraft? 20. Mai steht Mond mit Jupiter in einer Verbindung. Das gibt Chancen, Möglichkeiten, beruflich etwas verändern. Das stärkt auch deine Gesundheit. 21. Mai übergeht Mond im Schütze, aktiviert Thema Liebe, Partnerschaft. Du spürst auch deinen Gefühlen intensiv oder er seinen Gefühlen. 22. Mai steht Mond mit Saturn in einer Verbindung. Sie wirken zusammen. Saturn verändert etwas im Schicksal. Rückläufig, hat aber mit Vergangenheit auch was zu tun oder belehrt uns gerade. Bei dir trifft das Bereich Liebe, Partnerschaft. Wie bringst du das in Form? 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen und lass dich nicht ablenken. 24. Mai steht Merkur im Diamant und das heißt, es klärt sich etwas auf, hat man dieses Bedürfnis, etwas zum Klären und die Nachrichten, die Handlungen nehmen zu. 26. Mai ist Halbmond in Wassermann und das löst Unsicherheit, Nervosität
oder Spannung aus, und das ist hier im Wassermann. Das kann auf einer Reise sein oder wenn das um Spiritualität geht, dann kommt eine gewisse Unsicherheit. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Mut, es fehlt die Begeisterung. Dieser Halbmond ist exakt am 17 Uhr und 34 Minuten. In diesem 26. in diesem Halbmond ist Mond im Wassermann. Ein Tag vorher war Mond noch hier im Steinbock. 27. Mai steht Mond und Neptun in einer Verbindung. Das aktiviert die Träume, die Visionen, die Sehnsüchte. Und das ist alles erreichbar, vorausgesetzt ist, dass wir daran glauben. Und hier in diesem spirituellen Weg langst du das gerade. 29. Mai übergeht Mond in Fischen. Und da hast du die Bedürfnis, dass du Anerkennung bekommst, möchtest deine Ziele erreichen. Das hat auch mit deinen Gefühlen was zu tun. Möglich ist auch, dass hier ein Wechsel kommt in die Arbeit. 31. Mai übergeht Mond im Widder und aktiviert deine Wünsche und kommt kleinere Veränderung in dein Freundeskreis. Liebe Modiela, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.